Und ich verstehe auch nicht, warum ich hier alleine hergehen muss. Die anderen dürfen zu Hause bleiben. Ist doch immer so. Oh. Eine Lendenschurz-Mod. Schöne große Klappe, der in seiner Blechbüchse da. Sieht aber ziemlich cool aus, das Ding, ne? Ja, das habe ich ja nicht abgestritten. Ich meine mal, ich hätte auch große Fresse da drin, so nach dem Schwachstellen Motto. Anzeigen. Ja, die Person da drin ist die Schwachstelle. Scheiße. Ja, ich wurde auch schon wieder entdeckt. Ich laufe einfach im Kreis rum. Ich bin runtergeplumpst hier. Ins Wasser. Okay. Versteck mich nicht, ich bin nur versehentlich runtergefallen. Was macht denn der da? Der springt so von links nach rechts, was... was macht der da? Das ist der Bruce Lee-Ruf. Ich weiß nicht, was das sein soll. Ach, jetzt muss sie auch runterplumpsen. Also den Namen, den er vorhin gesagt hat, dieser komische Solek oder wie der heißt, den er zu uns gesagt hat, ist unser Stamm. Wie wir heißen, keine Ahnung. Ja, habe ich doch gesagt. Wird sie vielleicht noch ergeben. Muss ich bloß wieder hier hochkommen. Hier sind wieder diese Knalleier. Diese Müffeleier. Die stinken, also die absondern wohl auch einen ganz ekelhaften Gestank. Ja, ja. Also eine Maschine scheint wohl ein bisschen mehr gepanzert zu sein als sonst irgendwas.
Ja, die ist, glaube ich, auch rot angezeigt. Na, ich habe mehrere davon hier. Ich habe drei, die sind mit so einem großen. Aber jetzt weiß ich, warum der eine hier so einen richtig großen hat. Das ist der, der vorhin in der Mitte stand beim ersten Versuch. Der hat einen richtig und großen. Zerstöre die Kühleinheit. Anzug, Schatz. Ja. Hab ich. Zeig, was du drauf hast, sagt sie. Und ja, hab ich. Ein Schuss weg war sie. Hier sind wieder diese Bam-Bam-Pets. Eigentlich prinzipiell habe ich keine Lust auf Schleichen, ne? Aber die Kämpfe sind ja doch ein bisschen hartnäckiger. Wir spielen eben halt auch nicht die leichtesten Schwierigkeitsgrad, ne? Also. Mittel. Oh, mal gucken, was hier noch so geht. Ich wollte vorhin bloß untersuchen und während des Untersuchens kamen dann irgendwelche Einheiten hinterher und das war das Problem eigentlich. Ja, und sobald du Moppy anschießt, schreit er ja auch gleich rum. Oder die sehen, wenn du jemand anderen abschießt, weißt? Das ist, So, habe ich da hinten nur noch die drei... Okay. Ein normale und zwei Maschinen habe ich und eine davon ist ein bisschen fetter als die anderen. Oh, geh doch mal jetzt hier hoch, bitte. Oh ja, oh ja. Oh ja, der war gut. Ich konnte Sprengpfeile herstellen. Na, ich habe schon drei Stück irgendwie. Aber wie kann ich jetzt wechseln? Ach so, okay. Die letzte bekannte Position. Ja. Da hast du aber zu viel überprüft. Was scheiße, jetzt kommt hier schon die Verstärkung, oder? Und hat ich auch runterfallen hab ich musste, jetzt ne? Keine. Ah, okay. Spring doch bitte mal da hoch. Oh Gott. Ist das so kurz? Ach, jetzt kann ich mich plötzlich heilen. Wenn ich die Heilung brauche, ne? Wenn ja, du die klar, Boden wenn eingesammelt blink. Hast. Du verwendest den Heilbeutel automatisch, wenn du ihn brauchst. Denke ich. Aha. Beziehungsweise, das wird dir dann angezeigt, wo du hindrücken musst. Also in dem Fall jetzt nach links. Ja. Okay, keine Heilung mehr. Wie viele sind denn da noch? So. So und jetzt zack, zack, gehackt. So. Das soll ich ja machen. Und jetzt? Hacke und zerstöre die Kühleinheit. Komme ich jetzt wieder da hoch? Es ist doch zum Brechen. Zerstöre den Generator. Okay. So, machen wir so.
Zerstöre den Generator. Okay, das haben wir erledigt. Wo ist denn Seppel schon wieder hin, der andere? Ist doch noch einer. Da. Genau, renn wir mal in meinen Pfeil rein oder so, das wäre gut. Holen wir es uns! Ja, jetzt nicht mehr. So. Okay. Okay, okay, okay. Mit Sprengpfeilen auf den Generator außerhalb. Und das andere Ding musst du erst hacken, dann geht die Luft da frei. Und dann machst du das Ding kaputt. Schön. Ich geh mal lieber ein bisschen weg, bevor es richtig knallt. Innerhalb des Questgebiets. Okay. Und was soll ich jetzt machen, bitte? Zerstöre die Notsignalleuchte. Wo ist denn bitte die Notsignalleuchte? Okay. Muss ich bestimmt warten, bis sie aufgeht und dann drauf schießen oder so. Die ist auf, oder? Jetzt ist sie zu. Ja, okay. Jetzt kommt bestimmt eine Sequenz. Oh ja. Schön, schön. Habt ihr Explosion gehört? Die Luft wird schon wieder besser. Sehr schön. Und Hani, wie sieht's bei dir aus? Ja, ich hab doch gesagt, ich bin runtergefallen. Dadurch, dass sie so wenig Nahrung hat, hörst du mich? Ist auch die Energie nicht so. Jetzt muss ich da irgendwie versuchen, wieder hochzukommen. Okay? Hab das Bohrwerk runtergefahren. Jetzt ist erstmal Ruhe. Hat eine Scheiße. Aber ich weiß nicht. Kannst du dir das anschauen? Kochzutat, Leopardenpalme. Siehst du die Schmetterlinge? Zumindest glaube ich, dass es welche sind. Folge ihnen. Ach Gott, das ist ja... Puh. Eigentlich will ich noch gar nichts essen von dem Zeug. Hier brauche ich eigentlich noch einiges zum Durchsuchen. Ich hoffe mal, es ist nicht verschwunden. Blendgranate. Inventar voll. Ich muss mal was essen. Dann machen wir das. Okay, ich kann die Blendgranate immer noch nicht aufheben. Ja, sie fällt wieder runter. Oh, so, und hier ist wieder was zum Einsammeln. Ein Stock, okay. Geht schon wieder los. Okay. Also das Sammeln, die Steuerung ist ein bisschen seltsam, weil du über zwei Knöpfe musst. Du musst erst einen Knopf, bis er dir eine Richtung anzeigt, dann die Richtung und dann musst du weiterziehen. Das ist echt gewöhnungsbedürftig. So. Auf dem Baum wachsen übrigens Pflanzen, die dich beißen. Und dich stechen.
sind das so eine Blätter mit so was wie Stacheln oder so, ist gar nicht gut. So. Ach, da kann ich noch mehr sammeln, da drin. Mein Reich werden wir dadurch nicht, aber ein bisschen Ressourcen, ein bisschen was zu essen und so, ne? Na gut. Also ich bin schon am Ernten hier in der Nähe von dem ehemaligen Stützpunkt der RDA. Oder RDA. Ja, und ich bin hier an so einem verfickten Felsen und ich komme da nicht wieder hoch, ne? Es ist doch zum Brechen. Aber nachts sieht schick aus hier. Schöne leuchtende Farben. Klar, ist keine 8K-Darstellung, aber ich find's gut. Mir gefällt's. Sieht irgendwie genauso malerisch aus wie die Filme, finde ich. Antrag. Okay. Antrag, okay. Ich bin mal gespannt, wann endlich die Quest kommt, dass wir zusammen spielen können. Ja, dazu muss er ja erstmal wieder hochkommen. So, ich werde in der Zeit erstmal Pflanzen sammeln. Jetzt hat das mir aber nicht angezeigt, ne? Eben. So, hier ist noch eine Pflanze. Bestimmt auf die Seite, ja, machen wir. Ich habe gerade irgendwas getötet, aber was? Jetzt hat er mir das nicht mehr gezeigt, was ich da drücken muss. Ob ich da in der Nähe. Oh Mann. Das hat er aber vorher bei den anderen Sachen noch gemacht. Ist das hier? Ist ihm kalt? Entferne mich immer weiter, glaube ich. Tadellos, okay. Inventar für Stock ist voll, okay. So, erstmal ein paar normale Pfeile wiederhergestellt. Ach, das sieht doch schön aus hier. Guck mal mit dem Himmel. Machen wir einfach mal einen Screenshot von. Ist gut. So, jetzt muss ich zurückkommen und der hatte mir vorhin irgendwas gezeigt von Schnellreise, ne? Können wir das machen? Ja, tatsächlich. Triff. Okay. Nordwestlich. Wo ist denn? Da hinten irgendwo. Also in die Richtung. Fußtritte, ne? An der Spitze der Klippe, nordwestlich des pneumatischen Turms soll ich hin. Ja, aber jetzt laufe ich doch direkt zum Lager zu.
Irgendwie habe ich ein bisschen Angst, dass hier irgendwelche wilden Tiere nachts kommen. Die Geräuschkulisse ist auch teilweise ein bisschen befürchtend, also schon sehr intensiv, ne? Spitze der Klippe, also da oben irgendwo. Ich guck mal hier rum. Und auch wieder. Was bitte? Ich hab Trampolin gefunden. Das ist schön. Ach hier, Sammelsteuerung anzeigen. Ja, aber wo soll ich denn bitte weiter? Das verstehe ich jetzt nicht. Bringt mir ja nichts. Oh ja, oh ja. Oh, die Steuerung. Also man kann hier schon richtig schnell unterwegs sein. Erinnert mich tatsächlich ein bisschen an Dying Light 2, wie schnell man da über die Dächer gewetzt ist. Es geht ja immer höher und höher. Irgendwann bin ich beim nördlichsten Pol angekommen, glaube ich. Meine Güte, irgendwo muss es doch hier hochgehen. Ja, das Problem hatte ich auch eben. Mit der Klippe hier nach dem... Ich verstehe es wieder immer nicht. Oh! Es muss doch hier sind böse Tiere. Es muss irgendwie sowas wie einen Weg geben. Aha! Oder nicht? Gucken wir mal hier, gucken wir mal hier. Oh, okay. Da hat was Puff gemacht. Also sieht trotzdem sehr schön aus mit diesem blauen. Hier waren eben so eine schwarzen Höllenhunde oder sowas. Höllenhunde. Ja, die haben mich angeknurrt. Hani immer mit ihren Höllenhunde, weißt du? Das sind Tatsachenberichte. So, ich habe den jetzt endlich auch mal den Weg wieder zurückgefunden. Meine Fresse, ey. Hättest du auch die Schnellreise nehmen können. Oh, ich lebe noch. Der ging ja nicht. Oh, ich lebe noch. Wie habe ich das gemacht? Da sind sie. Von wem sprichst du? Hier sind die übelsten Wasserfälle. Wer ist wo? Na, die bösen Jujus hier. Aha, verborgene Frucht. Okay.
hat ja geklappt. Guck mal, hier vielleicht irgendwie höher. Okay, ich bin in der Höhle. Da kann man doch bestimmt klettern, oder? Das sieht so aus. Oh Mann. Also der Weg wird definitiv nicht einfach zu finden sein, Hani. Das kann ich dir schon mal versprechen. Was ist das für ein Luftballon? Also es bewegt sich wie ein Luftballon? Das ist ein Fisch. Es sieht doch ein bisschen danach aus, finde ich. Die Luftballonfische sind hier unterwegs. So, hier geht's weiter nach oben. Oh Mann, ich kriege ja schon ein bisschen Angst. Irgendwie. Warum habe ich hier. Diese komische Markierung. So. Ich nehme an, ich komme hier irgendwie oder auch nicht hoch. Ach, verdammt. Mich wieder verlaufen. Hani, ich verlaufe mich andauernd. Ja, das ist toll. Das ist wahrscheinlich Absicht, damit du die Umgebung ein bisschen besser siehst. Oder alles besser entdeckst. Ja, ich weiß nicht. Ach, guck mal, hier ist wieder was zum Durchsuchen. Ich finde hier dauernd was zum Untersuchen. Fieberbeutel. Was auch immer das sein mag. Okay, hier geht's wieder hoch. Da würde ich mir glatt so eine Brotkrümel-Navigation wünschen, weißt du, wo im wenigsten ein bisschen gezeigt wird, je nachdem, was du aktiviert hast, wo du lang musst. Ne? Mhm. Und wo du schon warst. Oh Mann. So. Ich bin mal gespannt, wo ich noch heute. Ich höre schon irgendwas. Okay, da hinten kann ich wieder klettern. Meine Güte. Ich freue mich schon darauf, ein fliegendes Tier zu zähmen. Dann brauchst du nicht mehr so klettern, brauchst du nicht mehr Weg suchen, weißt du, dann unten einfach hochfliegen, fertig. Und vor allem die Aussicht wird bestimmt richtig cool sein. Bestimmt. Okay, hier drunter durchkriechen. Okay, dann wird weiter geklettert. Also wenn ich hier im Urwald nicht auskennst, ne, dann... Ja. Hast du uno problema. Boah. Ja irgendwie immer weiter nach oben. Versuchen wir das mal. Sieht schon nach einer gewissen Art von Weg voraus, ne? Aber sind jedes Mal diese blauen Blumen oder türkisen Blumen, je nachdem wie du deine die Farben da so da wahrnimmst, die Wände, wo du hochklettern kannst, waren jedes Mal dran. So, dann geht's hier oben lang.
Also ich bin schon sehr weit oben jetzt gerade. Finde ich. Hier ist auch ein Lagerfeuer. Ich glaube, hier bin ich richtig. Alter, das erstmal zu finden. Oder bin ich doch nicht richtig? Kann auch nochmal runterspringen. Oder so. Oder muss ich da oben hoch? Ich will nichts essen eigentlich. An der Spitze der Klippe. Nordwestlich von da. Das heißt, ich musste ja hier irgendwo hin. Da geht es aber weiter unten. Halt gesagt, das sieht wunderschön aus. Ja, ich finde auch, dass es gut aussieht, nur ist es für uns zum Spielen etwas unübersichtlich, wo wir lang müssen. Na, vielleicht spielen wir uns da erst noch ein, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, kann man mit normale Pfeile auf den Generator schießen? Nein, das funktioniert nicht. Also ich habe es auch versucht. Findet die Schlacht nicht statt. Weil ich nur zwei Springpfeile habe. Drei meine ich. Na, damit wirst du halt wohl hinkriegen. Dann nimm einen von Generator, einer reicht. Und den Rest kannst du so verteilen, den Rest kriegst du so hin. Du musst auch noch die Signalleuchte ausschießen. Kaputt machen. Ich verlasse den spielbaren Bereich. Wieso? Hä? Hey, ich bin zu Hause. Signalleuchte? Hä? Ja, zeigt er dir an. Da geht die Klappe auf bei der Signalleuchte und wenn die aufgeht, dann musst du drauf schießen. Ich wurde gerade von alienetisierten Stinktieren erledigt. Oder so. Ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Keine Ahnung. Das hört sich doch. Also das finde ich ist ein schöner Begriff. Boah, die können aber ordentlich was ab, nee. Finde ich jetzt nicht so gut. Ich laufe einfach mal weiter. Ja, weil die Viecher lassen mich nicht, sind die doof? Scheinbar, nee. Nö, die sind bloß hartnäckig. Warum auch immer. Du bist halt in den Tanzbereich eingedrungen. Oh, ach so, deswegen kam ich nicht weiter hier, wegen dem nicht Stacheln. Ja. Das ist klar. Hier sind wieder so eine grüne Monsterfrüchte. Soll ich mal drauf schießen? Oh, das ist ja geil. Ich habe auf den Gastank geschossen. Mhm. Ist der Generator gleich mit explodiert, oder? Nee, aber ein paar Gegner, glaube ich. Ja, dafür ist es da. So soll es auch eigentlich genutzt werden. Soll ich denn jetzt hier hin, bitte? Was steht da? Teppichfälle. Ja, ist okay. So, nordwestlich des Turms. Das muss ja hier oben sein. Aber ich war doch da oben. Ausblick des Wanders. Da war doch nichts. Oder muss ich da hin? Ich blick's nicht. Jetzt wieder den Weg finden, ne? Geht's nicht nach oben.
Die Stelle kommt mir bekannt vor. Also, hier weiter. Oh, fuck. Die können sich mal langsam wieder beruhigen. Nö, nö. Das machen die nicht. So, wo bin ich denn vorhin hier lang? Ich glaube, den Weg bin ich auch. Okay, das ist Heilung. So, hier haben wir doch eins. Hoch. Dann laufen wir mal rum bis zum nächsten. Ja, hier bin ich auch richtig. Rechts können wir dann hochklettern. Eieiei. Ich weiß nicht, was das hier zu bedeuten hat. Als wenn mich irgendwas sieht oder ich was Wichtiges sehen sollte. Es war tatsächlich ein Luftballon, ne? Der Fisch einmal getroffen und zack, flog nur noch ein Fetzen von ihm rum. Ja, Moppy, zeig dich doch mal. So, okay, hier ging es nicht weiter. Ich glaube, das ging hier drüben weiter. Ja, okay, hier sind wir richtig. Man kann dann von diesen Fetten aber auch nichts einsammeln. Nö. Nur die Genugtuung, die kaputt zu machen. Da hinten war so ein... Ach ja, hier war ja durch. So, und jetzt war ja... Ach so. Wollen wir doch mal gucken, oder? Ist gar nicht so verkehrt. Irgendwie da links nach oben. Gucken wir mal, laufen wir mal hier rum. Haben wir letztes Mal auch gemacht, ne? Ja. Kommt mir jedenfalls sehr bekannt vor.
Boah, der Mond, ne? Das ist ja Hammer. Boah, Bild, Bild, Bild. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Schön. Bist du dir denn sicher, dass das der Mond ist? Nicht wirklich. Pandora hatte, glaube ich, mehrere Monde, ne? Ja, ja, deswegen. Heike sagt wiederum, wunderschön. Wunderschön, ja. Das muss ich da. Also Heike, wenn du möchtest, schicke ich dir die Bilder gerne rüber. Oder du guckst auf der Seite, wenn Schwemme die auf der Seite hochgeladen hat. Super. Ich hoffe, dass es tut. Ja, klar, warum nicht? Dann kann ich mir die da auch holen. So, ich jetzt mal eine andere Frage, liegt bei euch eigentlich noch Schnee? Ja, noch. Also es taut schon wieder. Aber es liegt noch Schnee. Ich okay, muss da hinten auch irgendwie rüber. Den da, oder? Wird gemacht, Heike. Also, das ist irgendwie nicht der richtige Weg hier. Muss irgendwie da hochkommen. Oder auch nicht. Ich kann ja auch erst noch aufdecken, aber irgendwann muss ich ja mal die Quest-Geschichte finden hier, ne? Schatzi, wie weit bist du? Och, ich kämpf noch. Okay. Nordwestlich hiervon. Dann bin ich ja hier in die Richtung gar nicht so verkehrt. Vielleicht das da hinten? Ja, also 3,3 Kilometer. Ich weiß nicht, kann man hier überhaupt pennen gehen, um das zu beeinflussen, was für Wesen hier unterwegs sind oder so? Ich keine Ahnung. Aber ich habe bis jetzt noch nichts gesehen, ne? Dass man sich schlafen legen kann. Belassen wir es beim westlichen Grenzgebiet. Belassen wir es beim westlichen Grenzgebiet. Aha. Er will mich da nicht weitergehen lassen. Ja, wo soll ich denn hin hier? Bitte. Spielbereich. Du verlässt den Spielbereich. Verlass schon wieder den Spielbereich. Ja, dann setz mich doch bitte dahin, wo ich hin soll. Oder zeig's mir, wo es ist. Steh ich nicht. Der hat mich ja vorhin bei diesen Tieren, wo ich gestorben bin, hingeschmissen. Ja, guck dir das an hier. Was soll das? Wieso kriege ich jetzt eine Info über starke Gegner, die gepanzert sind? Ja. Hier schon wieder Endgegner. Ach nö. Lass mich doch. Hau ich halt ab auf den Baum. Ich verstehe es nicht. So, Schnellreise kann ich hier auch nicht machen. Wahrscheinlich, weil die Gegner noch unten so ein bisschen aggro sind. Mal gucken. Jetzt kann ich Schnellreise machen. Okay. Das geht ja dann relativ schnell, dass sie von mir ablassen. Das ist okay. Trifft hin an. Und die anderen. Saranto. Nordwestlich von diesem dämlichen Turm. So, ich markiere nochmal den Turm. Jetzt bist du ostsüdlich. Und? Na, hast du nicht gerade gesagt, nordwestlich?
nordwestlich vom Turm. Das heißt, ich gehe jetzt mal zum Turm und dann gehe ich nordwestlich. Ja, du nee. Gehst aber gerade nicht nordwestlich. Nee, ich bin ja auch noch nicht beim Turm. Ach so. Gut, alles klar. Da habe ich nichts gesagt. Ich bin auch eine Schnitzeljagd hier. Also wer das Klopfen hört, das sind seine Füße, ne? Okay, danke dafür. Ich wollte gerade fragen. Und die hört man auf den Bäumen und hier hört man das nicht. So. So, und hier war ja der Turm. Ist da ein Pferd? Das ist so einiges. Na, meinst du, kannst du jetzt schon tämen? Ich glaube, so weit seid ihr noch nicht. Nö, das wird uns definitiv gezeigt. Aber ich sehe schon mal die Spuren, wo es hier lang geht. Das ist ja auch schon schick. So, was soll ich jetzt nochmal beschießen? Dass die Signalleuchte. Signalleuchte ist oben am Turm. Da geht die Klappe auf. Und wenn die aufgeht, einfach reinschießen mit einem normalen Pfeil reicht. Also Signalleuchte ist dieses Ding mit der Klappe, wo die Flamme rausschlägt, ne? So, nordwestlich. Hier ist da Norden. Westen ist da, also ist nordwestlich ja tatsächlich hier. In die Richtung. Ja? Und da oben war ich aber schon. Und da passierte nichts. Das ist ja das Seltsame. Regenwaldbiom. Dort findet man jede Menge Eier und Früchte. Also müsste ich ja doch wieder da hoch, wo ich schon oben war. Mich umgucken, ob ich irgendwas da... Ich laufe mal außen rum. Da müsste ich ja mal gucken, ob ich irgendwas da oben anfassen kann, hinwerfen. Ich weiß es nicht. Oh, hier kann ich ja wieder was mitnehmen. Ob denn irgendwas passiert, wenn er länger keine Nahrung hat? Heike sagt gute Nacht und bis morgen. Sie geht jetzt Haier machen. Gute Nacht, Heike. Ja, gute Nacht. Gute Nacht und schlaf schön. Träum was Süßes. Das sieht aber auch gut aus. Die Geräusche, ne? Mhm. Von den Dingern.
Manche Sachen erkenne ich wieder aus den Filmen, also die, gut, vieles ist aus den Filmen, das weiß ich schon, was, ja, wieso, was sagt er denn da, das ist alles auch so, ja, das weiß ich, aber so manche Sachen, die sind doch sehr prägnant und die erkenne ich auch wieder, also ist sehr detailverliebt. Für mich jetzt, also ich kenne ja nun die beiden Filme, ich weiß ja nicht, kennst du auch alle beide, Schwemmi? Ja, inzwischen. So, da wieder, da war dieser Baum, ne? So, jetzt muss ich mir mal die nächste Quest angucken. Da müsste man ja hier auch drauf rumlaufen können, jawohl. Interessant. Ja, da sind ja auch keine Pika drauf. Ne? Das ist wie so eine Fahrstuhlpflanze. Schwupps. Und wieder unten. trifft dich an der Klippe. Mhm. Kannst mir ja Bescheid sagen, wenn sie gefunden hast. Ich nicht. Bis jetzt noch nicht. Und ich suche schon eine Weile. Okay. Ich glaube, wir sollten die Quest-Dings anzeigen lassen. Also, weiß schon. Ja, aber kann man das jetzt noch? Ja, stand doch, das kannst du noch machen. Hast du das ja nicht gelesen? Mein Junge, also wirklich. Na, ja, hör mal. Questverfolgung ist doch an. Ich werde mal diese Sammelsteuerung. Warte. Wir gehen mal auf Einstellung, ja? Steuerung, alles mal. Ach, du kannst auf geführten Modus umstellen, ja. Okay, dann haben wir jetzt einen geführten Modus. Und was bringt das? Ich sehe immer noch keine Questmarkierung. Wo hast du denn das eingestellt? Großes Pad und dann nach links. Dann kommst du ja zu den Einstellungen, ne? Und dann kannst du bei Gameplay gleich im oberen Block, wo du Schwierigkeiten und sowas alles einstellst, da kannst du geführten Modus und Erkundung wechseln. Ich habe ein Ei gefunden. Das ist ja köstlich. Also diese Themenwechsel, die sind echt phänomenal. Ja, ne? Das ist. Also ich muss sagen, also das ist wirklich, wenn du da gedanklich nicht dich da so schnell umstellen kannst, dann hast du echt Probleme. Wäh? Ja, ich habe ein Ei gefunden. In einem Nestel. Wir haben nicht danach gefragt, ob du ein Ei gefunden hast. So, nochmal, also wo war das nochmal? So, da geht's Einstellung, los. Also das große Pad nach links drücken, dann kommst du zu den Einstellungen. Da kannst du von Erkundung auf geführten Modus, aber... Also geführter Modus ist der, wo dir dann angezeigt wird und Erkundung ist, wo du das selber finden musst. Oder wie? Genau. Dankeschön. Fotomodus Set. Du kannst sogar das Hacking-Mini-Spiel überspringen. Aha. Sammelkomplexität. Seit wann ist Ja, okay. Für den einen oder anderen Schwemmi, außer natürlich du und alle anderen Anwesenden, ist es nicht komplex, für die übrigen schon. So, jetzt kann ich wieder Holz mitnehmen. Zack. Das stimmt doch nicht. So.
Wichtige Orte. Ja, sorry. Oh, hier haben wir was Neues gefunden. Och, kriegst noch nicht mal was raus, okay. Schade. So, was ist das hier? Springen! Nee, springen! Oh Gott, hier unten sind wieder diese beißwütigen Viecher. Los, hoch da, Olga. Oh, das war knapp. Los, hoch da. Los, kleines Äffchen. Wow, die ist ja wirklich wie so ein Wiesel. Ja, sie schießt hier so oder ging umher, ne? Na los, hoch da. Nee, hier unten waren wieder so eine komischen, beißwütigen, ich weiß nicht, was das auch immer sind. Stinktier-Aliens. Genau, wir nennen sie jetzt Stinktier-Aliens. Finde ich gut. Schön, die unterstützen mich beim Fliegen, das ist sehr gut. Wow! Was war das? Schön! Hani, wenn du mal einen Baum findest, ja? Ja. Und da sind so rote Murmeln dran. Ja, wenn, die meine ich doch. Und wenn du da mit deinem Bogen drauf schießt, dann entferne ich so gut wie weit. Ja, das hat sie vorhin aber gesagt. Das ist ja... Die habe ich aber vorher nicht gesehen, die Dinger. Darum habe ich die ja Bam Bam Pets genannt. Nein, würden die Bum Bum Pets heißen, ne? Bam, ja, Bam, oder Bum Bum, von mir aus auch. Weil Bam Bam ist was, wo du springen kannst, so trampolinartig, aber da, gleich.